Hallo und grüß Gott beim Let's Play von Dishonored 2, heute in der Bayern Edition mit mir, Shirahime EP, und wir spielen das Ganze hin in Bayerisch. Nein, natürlich nicht. Sorry, das musste sein. Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Dishonored 2. Es geht weiter mit Emily Möpwin. Na, wem habe ich dran gekriegt? Hä? Daumen nach oben und komm in den Kommentarbereich. Das wär's eigentlich. Nein, also, das tue ich euch nicht an. Das wäre dann schon ein bisschen zu viel des Guten. Oh, ihr dämlichen Ratten. Geh nach Dunwall, sagt der Kaiserin, dass der Herzog im Garten Leichen ausgräbt. Ich muss mich erstmal wieder ordentlich hinsetzen. Ach, verflucht, ich hab Frosch im Hals. Ich hör's in der Nacht. Knochen aus der Tiefe unter den Wellen. Kannst du mal aufhören, so creepy Bullshit zu erzählen? Hier von wegen mit Leichen? Warte nur drauf, dass wieder irgendwelche Hexen-Bitches daher kommen. Und ich habe außerdem, ist da irgendwo wieder so ein Mückenwächter-Kipp-Kacke-Püppidi-Pü. Macht gleich Rattenschaschlik mit euch. Jetzt sind die Ratten ja auch irgendeine Hexe, die da. Ich glaube, ich habe was gehört unter meinem Hemd. Hast du das unter deinem Hemd gehört? Ich will gar nicht wissen, was. Nichts. Warum schleiche ich eigentlich? Richtig, weil der Mückenmann irgendwo war. Aber das ist mir auch egal. Den Mückenmann mache ich einfach platt. Aber so einfach kann es hier gar nicht sein. Das kommt mir ein bisschen. Ich kann nicht weiter dieses Typs sagen. Was ist das für ein Müll? Nicht mehr in die Hosentasche stecken. Wenn die immer nur so viel Muni mitnimmt, wie sie gerade in die Tasche bringt, dann ist das eh uneffektiv. So hell hier drin, wenn ich die Augen zumache. Hä? Ich komme ja gar nicht rüber. Ich mach mal das. Für den Fall, dass ich mich verteidigen muss gegen. Okay. Keine weiteren Fragen zu. Deko, Stil, das ist ein bisschen sehr, ja, gewöhnungsbedürftig, aber okay. Jedem das seine. Ich will mich da jetzt nicht einmischen und kritisieren, ne? Und sagen, das sieht aber scheiße aus. Okay. Nein, das wollte ich doch nicht. Ach, ich kann ja gar nicht Swoosh machen, stimmt ja. Shit, nur noch zwei Pfeile. Sind meine Pfeile noch hier? Ja, wunderschön. Schrecklich, wie sie mich ansehen. Ashworth, Jindosh und der kleine Luca. Jetzt erwachsen. Sie werden mich nie akzeptieren. Hä? Was in einem Sturm wie ein billiges Schloss.
von ihm und des Hauses haben jeden Abend nie verlassen. Der innere Zirkel des Herzogs ist noch immer hier, um den großen Plan umzusetzen. Delilahs Plan. Und ein Teil von Arnes Stunden ist hier. Zerbricht weiter. Redest du mit mir oder mit dem? Das Nichts ist kein wirklicher Ort. Es ist viel älter und seltsamer, als du denkst. Ach, du redest mit mir. Es betrachtet dich von innen. Im Herzen von Stiltons Haus tröpfelt das Nichts durch das kleine Löchlein von Delilahs Trick immer weiter. Selbst Magie ist hier verkehrt. Alles funktioniert anders. Nimm das. Stell dir vor, es wäre eine Art Chronowandler. Geh, was ist das? Beobachte den Herzog und Delilah. Sieh selbst, was sie getan haben. Das ist eine Kackmücke oder so, oder? Nein, was ist das? Hä? Irgendein Chronowandler. Sie ist zurückgekommen. Halte L2 gedrückt, um durch die Zeit zu reisen und drücke. What? Mein Nichts. Der Herzog verlangt nach Erfrischungen, aber ohne die Kombination komme ich nicht rein. An der Tür hängt eine Nachricht, Hauptmann Rindelborn. Was? What? Er ist draußen. Ich brauche den Code fürs Arbeitszimmer. Der Code ist Arschloch. Das kriegt er bei sich. Danke, Corporal. Ehrlich gesagt kann ich Stiltons Gäste nicht ausstehen. Ich wurde von der kaiserlichen Verwalterin zurechtgewiesen. Wie heißt sie gleich? Corvo benutzte ein Metronom, um mein Timing zu verbessern, als wir mit Schwertern kämpften. Als Mädchen habe ich Klavierstunden gehasst. Jetzt wäre das eine willkommene Ablenkung. Okay, Adam Stilton befindet sich im Hinterhof. Okay, Adam Stilton trägt immer noch einen Notizbuch, die Emulation für die Tür des Arbeitszimmers. Ah, ja, aber hat er das auch jetzt dabei? Herzog Luca. Chronowandler. Scheint eine Tür zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Aha. Ja, die haben ihm wahrscheinlich sein Gehirn ausgesaugt. So, das. Ich werde es nie lernen. Nein, ich habe meine Pfanne putt. Der einzige Weg hier raus ist über die Gegenwart mit diesem Chronowandler. Ach, da oben habe ich das Teil. Aha, wächst in der Zeit. Was stimmt mit meinem Haus nicht? Wo Hi, beruhigen Sie sich, Mr. Stilton. Meine Diener. Bin ich alleine hier? Ich bin nie alleine. Haben die dich Oder da? Immer alleine. Wache! Hauptmann Windelborn! Wir haben einen Eindringling! Du bist Psycho. Ich habe hier auf jeden Fall keine Kräfte. Das ist schon mal meh. Aber okay. Nom. 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 Ich weiß nicht, ob es so gesund ist, 1800 irgendwas Essen zu essen. Aber hey, kein Thema. Fein, meine. Ah, jetzt.
Jetzt kann ich wahrscheinlich in den Bereich rein, wo ich vorher nicht rein kann. Oh nein, aber da ist der Fliegenpriester ja auch irgendwo. Elmira, Elmira, bitte komm nach Hause. Elmira, eines Tages ging sie fort und kehrte nie zurück an diesen Ort. Angeblich hat sie eine silberne Ader gefunden, länger als sie sich, als es sich lässt erkunden, tief unter der Erde sie besticht, ohne jegliches Tageslicht. Elmira, Elmira, bitte komm nach Haus. Elmira, sie ist noch da unten, für immer gebunden, meine süße Elmira. Ja, okay. Ich bin beeindruckt, meinst du? Feili, Feili, Bubeili, Banana, Fana, Fufaifi. Die gehören mir. Keiner kriegt die. Das ist toll! Ich liebe dieses komische Chrono-Ding. Chroni, Chroni, Chrono, Chrono, Mütter, Tototo. Lass mal spähen. Guten Tag, ist hier jemand? Ich watsche jetzt erstmal hier lang. Ah, da so sehe ich. So sehe ich, wie das in der Vergangenheit aussieht hier. Roffel, mal 12. Die Vergangenheit ist ja auch kein Buch. Vergangenheit ist hier das Gitter. Da oben das Loch, wo wir aber nicht mehr rauskommen. Deswegen müssen wir so. Hast du den Schlüssel bei dir? Gibt's schlechte Nachricht? Mach schon! Ich halte dich nicht auf! Bereite dem Elend ein Ende! Ich hab nichts mehr verdient als die Berührung deiner Waffen! Schwere Sünden! Sehr schwere Sünden! Typ! Ich muss mich herrichten, sonst sehen alle, dass ich nicht zur Oberschicht gehöre, zu den feinen Leuten. Was ist das überhaupt für eine beschissene Gefängniskacke hier? Ich glaube, ich habe keinen Schlüssel. Wie soll ich denn da rauskommen? Hä? Theo? Wo bist du, mein Freund? Ich muss mit dir reden. Lass uns in der Küche Tee trinken. Welche Küche, du?
Tür irgendwie knacken? Ja, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich da rauskommen soll. Wenn ich hier irgendwie ein Fenster öffne, zufällig, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Ja, danke schön. Den wollte ich eigentlich nicht haben, aber... Why? Also irgendwie bin ich gerade echt überfragt, wie ich da hinkommen soll, weil... Ich komme ja nirgends raus. Hier ist nirgends ein Schlüssel. Hä? Um aus dem Raum zu fliehen. Ja, schön, dass das eine Tür ist, aber die ist verschlossen. Hä? Der verarscht mich, oder? Ich habe entweder gerade echt ein Brett vorm Kopf. Ah, bla 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 bla. Ja, schon, aber wo ist das? Hä? Das hat er in seiner Tasche. Hinterhof. Notizbuch bei sich. Hmm.
I have no idea. I have no idea. Ich kann mich ja hier nicht hochswuschen, wenn das gehen würde. Ich meine, ich kann es trotzdem mal so. Ich kann die nicht mal nehmen. Nee. Muss der da rein? Das hat mir jetzt auch nichts gebracht. Ne? Zu planen, zu flüchten, ja schon. Ah! Ich glaube, jetzt weiß ich's. Ich bin jetzt vor der Tür, rein theoretisch. Ah! Okay. Das war jetzt einfach so simpel, dass ich das nicht gepeilt habe. OMG. So kann man es natürlich auch machen. Okay. Okay, 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 okay. Keine Panik. Auf der Titanic. Oh fuck. Ist der Herbert. An dem können wir wunderschön vorbeischleichen jetzt. Große. Allerdings müssten wir auf jeden Fall wahrscheinlich die Tür checken, aber die ist bestimmt auch verschlossen. Ja. Was uns dann noch so erwarten wird, das sehen wir im nächsten Part. Heute muss ich ein bisschen früher aufhören, weil gerade das Telefon läutet. Ich danke euch fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben und netten Kommi würde ich mich wieder sehr freuen und wenn du noch kein Abonnent von diesem Channel bist, natürlich auch über ein Abo von dir. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.